Wie organisierst du dich im Alltag? Was machst du beruflich und verdienst du mit Social Media Geld? Wie hast du daran gearbeitet, so ein positives Mindset zu bekommen? Wie bist du darauf gekommen, Instagram und YouTube zu machen? Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Von mir gibt es heute mal wieder ein Q&A, also ich werde mal wieder ein paar Fragen von euch beantworten. Und ich bin schon sehr gespannt. Ich habe mir die hier auf mein Handy aufgeschrieben. Deswegen schauen wir auch einfach mal direkt rein. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Ich hoffe, dass ich einiges beantworten kann und dass eure Frage dabei ist. Und nochmal vielen Dank für die ganzen Fragen. Ich habe richtig tolle Fragen bekommen. Das freut mich immer total. Und habe jetzt auch Lust, die zu beantworten. Also, let's go. Okay, fangen wir auch direkt an. Die erste Frage ist, kannst du dir vorstellen, nach dem Bachelor in Wien zu bleiben? Und? Tatsächlich schon. Also ich habe mich wirklich doll in Wien verliebt. Ich liebe diese Stadt. Und tatsächlich, was mir sehr zu schaffen macht, das Wetter, weil ich komme aus Hamburg und es ist so schlecht. Und das war für mich irgendwie total die Umgewöhnung, dass es hier einfach normal ist, dass die Sonne scheint und dass es nicht regnet, weil es in Hamburg halt umgekehrt ist. Und ich glaube allein deswegen, ich kann nie wieder... Nein, Spaß. Aber das macht wirklich schon einen riesigen Unterschied. Ja, ich weiß noch nicht. Also ich hätte auch Bock, den Master irgendwo... ganz anders zu machen, halt auch nochmal irgendwo im Ausland, da hätte ich richtig Lust drauf. Und wo ich dann danach irgendwann lande, keine Ahnung, ich möchte mich jetzt auf jeden Fall noch nicht festlegen, für mich ist alles offen. Schauen wir einfach ganz spontan, wo sich das hin entwickelt, was sich da ergibt und ja, bisher alles offen. So, die nächste Frage, wie organisierst du dich im Alltag? Ich bin ein großer Fan von Listen, ich plane gerne, ich organisiere gerne und ich bin da... alles ist irgendwo aufgeschrieben. Also was ich mache, ich führe einen Kalender, wo ich eine Monatsübersicht und eine Wochenübersicht habe. Dann habe ich gleichzeitig noch Notion, wo ich einiges plane. Das habe ich euch schon mal in einem Blog gezeigt. Den kann ich euch mal hier oben einfügen. Da plane ich ganz gerne meinen Monat und da habe ich ganz viele andere Listen zum Studium, zu Social Media, da habe ich eine Bücherliste, alles Mögliche habe ich da. Genau, das mache ich. Okay, das war es eigentlich auch. Also ich habe meinen Kalender, den ich sehr akribisch führe und dann mache ich noch viel mit meinem Laptop. Ich habe immer eine Monatsübersicht, wo ich einmal alles grob eintrage, wo ich dann meine Monatsziele eintrage und so Habits und sowas alles. Und dann habe ich noch eine Wochenübersicht, wo ich dann meine Wochenziele eintrage und da dann eben ganz genau meinen Tag plane. Und ja, das ist mir immer ganz wichtig, dass ich eine Übersicht über die Woche habe und dann eben da auch ganz detailliert meinen Tag planen kann. Ja, also so organisiere ich das alles. Als nächstes, welche Reiseziele stehen ganz oben auf deiner Liste? Super spannend. Kann ich jetzt gar nicht sagen. Also ich möchte unbedingt wieder nach Thailand. Ich sehe mich da schon, also für Backpacking ist es ja perfekt und ich sehe mich da schon einen ganzen Monat mit meinem Backpack irgendwo rumwandern. Da habe ich richtig Lust drauf. Ich hätte auch Bock auf sowas wie Sri Lanka oder so, da hätte ich auch echt Lust drauf. Was momentan auch ganz oben auf meiner Liste steht, ist Portugal. Ich habe richtig Bock auf so einen Surfurlaub und ich glaube, da ist Portugal ganz gut. Da steht momentan ganz oben auf meiner Liste. Und ansonsten ganz viel. Aber ich glaube, das sind so die Sachen. Ich habe nochmal richtig Bock auf Hawaii. Aber ich glaube, da sehe ich mich jetzt in den nächsten Jahren erstmal nicht. Ja, was ist denn sonst noch so? Ich glaube, das ist es erstmal. Und dann würde ich auch gerne hier so ein bisschen im Umkreis reisen. Also ich würde gerne nach Budapest, nach Prag. Das steht auch noch auf jeden Fall auf meiner Liste. Genau. Das würde mich total interessieren. Was steht bei euch so auf der Reiseliste? Wo wollt ihr als nächstes unbedingt hin? Oder was war euer liebstes Reiseziel? Gebt mir mal ein bisschen Inspo, damit ich meine Liste noch ein bisschen auffüllen kann. Aber die Welt ist so groß, ich hab noch ganz viel vor mir. So, hier auch sehr spannend. Was machst du beruflich und verdienst du mit Social Media Geld? Tatsächlich ja, ich verdiene jetzt mit Social Media Geld. Ich muss aber auch sagen, so in letzter Zeit ist das schon ein Fulltime-Job. Ich glaube, man unterschätzt das relativ schnell, wie viel dahinter steckt und wie viel im Hintergrund immer noch passiert. Aber natürlich auch so, wie viel Aufwand so ein Reel ist, so ein Video und so. Das war mir auch gar nicht so bewusst. Aber... ja, das ist tatsächlich gar nicht mal so wenig. Ich bin gespannt, wie das jetzt wird, dann mit dem anderen Studium gleichzeitig. Aber packe ich schon, klaro. Aber genau, das ist so mein Nebenjob, den ich mache. Und es ist mehr Aufwand, als man denkt, ja. Aber es bringt mir halt richtig viel Spaß und ich bin richtig froh, dass ich das machen kann, dass ich was gefunden habe, was mir so viel Spaß bringt. Und ich mache das super, super gerne. Und ich liebe das einfach. Ich finde es richtig cool. Als nächste Frage, das finde ich auch super spannend, wie hast du daran gearbeitet, so ein positives Mindset zu bekommen? Da möchte ich auf jeden Fall auch nochmal eine Podcast-Folge machen. Oh, ich habe ja noch gar keine Promo gemacht, ne? Leute, ich habe übrigens einen Podcast. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Der ist Katamaria. Ich blende euch den Namen hier mal ganz groß an. Spaß. Ich blende euch den Namen mal hier ein. Dazu wird es auf jeden Fall eine Podcast-Folge geben.
Und ja, wie habe ich daran gearbeitet? Es war auf jeden Fall ein längerer Weg, das kann ich so sagen. Und ich glaube am meisten, und ich habe angefangen mit Büchern. Ich habe ganz viele Bücher über Persönlichkeitsentwicklung gelesen. Das hat mir total geholfen. Und dann habe ich halt immer mehr in meinen Alltag integriert. Also zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch. Damit habe ich dann irgendwann angefangen, was für mich echt einen riesigen Effekt hatte. Und durch die ganzen Bücher bin ich halt viel reflektierter geworden, als ich vorher war. Und das hat für mich einen riesigen Unterschied gemacht, dass ich einfach meine Handlungen hinterfrage, dass ich meine Gedanken oder meine Stimmung auch einfach mal hinterfrage, wie kommt das gerade zustande, und das hat mir total geholfen. Und Bücher fand ich, also ich finde, es gibt super, super tolle Bücher dazu, die man liest und sich echt denkt so, wow, ja, stimmt eigentlich mal. Aber ja, genau, so kam das. Und jetzt auch noch eine richtig tiefe Frage, und zwar, was macht dich glücklich? Und ich finde, das ist mal so eine leichte hergesagte Frage, aber da steckt so viel dahinter, weil im Endeffekt ist das ja die Frage, das ist ja das, was einem im Leben wirklich wichtig sein sollte. Und da habe ich mich in letzter Zeit wirklich viel mit beschäftigt und mich einfach mal wirklich gefragt, so, was macht mich glücklich? Was sind Momente, wo ich mir denke, so, ja, genau das ist das, was ich gerne im Leben machen möchte oder was mein Ziel im Leben ist. Und was mich tatsächlich unglaublich glücklich macht, ist auf jeden Fall Reisen. Ich liebe es. Ich finde es so toll, neue Orte zu sehen. Die Erfahrungen, die man da mitnimmt, also das ist wirklich, ich glaube, das ist meine Prio Nummer 1 im Leben. Ganz, ganz toll. Und was mich auch noch wirklich total glücklich macht, wo ich mich jetzt auch schon wieder riesig drauf freue, sind Konzerte, Festivals, all sowas. Also das sind, ich weiß nicht, mich macht das so glücklich, einfach damit mit Leuten zusammen zu sein, die den gleichen Musikgeschmack haben, die das gleiche feiern, die, weiß ich nicht, alle irgendwie rumtanzen. Das liebe ich wirklich sehr. Und dann auch einfach allgemein so Erlebnisse, dass man mit Freunden was unternimmt, dass man irgendwie auch mal, weiß ich nicht, irgendwas anderes macht. Zum Beispiel sowas wie Ausreiten. Ich habe letztes Jahr so eine Horseback-Riding-Tour gemacht, und das war wirklich ein richtig, richtig schönes Erlebnis, wo ich super gerne dran zurückdenke. Ich glaube, sowas. Mich macht Sport auch total glücklich. Ich lese total gerne. Ich liebe es halt, mit meiner Familie zu verbringen, mit der Familie und Freunden. Das macht mich auch richtig glücklich. Und was mich auch wirklich richtig glücklich macht, ist der Austausch auf Social Media. Ich liebe es, dass sich da einfach Menschen treffen, die das gleiche Mindset haben, die so eine ähnliche Vorstellung vom Leben haben, und sich mit solchen Leuten auszutauschen. Ich finde das so toll, mir bringt das richtig viel Spaß, und ich bin total dankbar für den Austausch, für die Nachrichten, jetzt gerade auch wirklich für den Podcast. Ich habe so viele tolle Nachrichten bekommen, das hat mich so berührt und richtig glücklich gemacht. Also ich glaube, das sind so, ja, die Dinge, die mich im Leben glücklich machen, und ja, das macht mich sehr glücklich. So, jetzt hier auch eine sehr interessante Frage. Wie motivierst du dich? Und super wichtig. Also, was ich zum einen mache, ist, dass ich immer ein Vision Board erstelle, wo ich mir einfach Bilder raussuche, wie ich mir mein Leben vorstelle, was für Ziele ich gerne erreichen möchte. Sonst auch so Glaubenssätze, die einfach wichtig sind für mich, die ich gern täglich lesen möchte. Und das habe ich dann immer als Screensaver beim Handy, beim iPad, beim Laptop, überall, dass ich das immer sehe. Das motiviert mich, und dann motiviert mich das wirklich total, dass ich mir Ziele setze. Ich habe mir einmal Jahresziele gesetzt und setze mir jeden Monat Ziele, die ich erreichen möchte, und auch jede Woche, dass ich einfach weiß, worauf ich hinarbeite. Und mich motiviert es zum einen zu sehen, was ich gerne erreichen möchte, und dann aber natürlich umso mehr, wenn man Dinge schafft. Und was mich mega motiviert, ist Feedback. Also durch Social Media bekomme ich natürlich total viel Feedback, was mich mega motiviert. Auch konstruktive Kritik, wirklich, ich liebe das. Also her damit, finde ich richtig klasse, wenn man sich damit beschäftigt. Und konstruktive Kritik ist wirklich toll. Und also Feedback ist wirklich toll. Ob das jetzt von Familie oder Freunden ist, ob das jetzt über Social Media ist, das macht irgendwie mal ganz, ganz viel mit mir. Also holt euch Feedback, fragt einfach mal so, hey, wie fandst du das? Und das finde ich immer, das ist ein richtiger Motivationskick. Und sich dann auch so ein bisschen herauszufordern. Also mal die Komfortzone zu verlassen. Dazu habe ich auch eine Podcast-Folge gemacht. Könnt ihr gerne mal reinhören. Das ist für mich auch mal so ein richtiger Motivationskick, wenn man mal was Neues probiert, sich irgendwie nochmal ein bisschen besser kennenlernt und einfach seine gewohnte Routine mal verlässt. Ich glaube, das sind so Dinge, die mich sehr motivieren. Also Zielsetzung ist da, finde ich, ganz, ganz wichtig. Dass man einfach weiß, wofür man das tut, wo, ne, warum. Und die Frage passt dazu jetzt auch ganz gut. Wie bist du darauf gekommen, Instagram und YouTube zu machen? Also, bei YouTube kann ich auf jeden Fall einen kleinen Anfangspunkt benennen. Und zwar habe ich letztes Jahr mit einer Freundin eine Reise gemacht. Einmal waren wir in Costa Rica, und dann haben wir einen Roadtrip durch die USA gemacht. Also es war eine größere Reise.
Und das wollte ich gerne auf YouTube festhalten. Und deswegen hatte ich das eigentlich alles ins Leben gerufen. Muss aber sagen, da war ich noch nicht so im Game und bin da auch einfach mit dem Schneiden gar nicht hinterhergekommen, weil wir natürlich super viel erlebt haben, gefühlt jeden Tag an einem anderen Ort waren. Und das war so, okay, wie soll ich das jetzt machen? Aber dann habe ich damit einfach weitergemacht und gerade jetzt in Wien halt intensiv damit angefangen, YouTube-Videos zu machen. Und ja, seitdem mache ich das und kann mir das gar nicht mehr so wirklich ohne vorstellen. Das bringt mir richtig viel Spaß und ja, ich liebe das. Ich finde es richtig cool. Und bei Instagram kann ich gar nicht so einen richtigen Startpunkt benennen, weil irgendwie habe ich schon immer relativ viel auf Instagram gepostet, glaube ich, würde ich so sagen. Auf jeden Fall so gegen Ende der Schulzeit. Und ja, dann wurde es halt immer mehr und dann ist man da auf einmal so reingerutscht. Mir bringt es einfach super viel Spaß. Ich liebe Instagram und mir ist es irgendwie auch total wichtig, dass ich einfach Mehrwert biete, dass, keine Ahnung, ich einfach so ein bisschen vielleicht positive Vibes versprühen kann. Das würde mich auf jeden Fall richtig freuen und ja, so hat es eigentlich angefangen. Genau. Und ich bereue nichts. Ich bin sehr froh, dass es jetzt alles so ist, wie es ist, dass ich mich dazu überwunden habe, dass ich damit angefangen habe. Und genau, so kam das. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Wie schaffst du es immer so happy zu sein? Dazu muss ich natürlich als allererstes sagen, dass ich auch nicht immer happy bin. Es gibt auch Tage, wo es mir einfach mal nicht gut geht, wo ich nicht gut drauf bin. Ich versuche mich dann zurückzuholen, so ein bisschen den Tag zu reflektieren, zu hinterfragen, warum habe ich gerade schlechte Laune, warum, was ist gerade los? Aber manchmal hilft mir das in der Situation auch einfach zu denken, okay, du gehst heute Abend schlafen und morgen beginnt ein neuer Tag. Ja, solche Tage gibt es einfach auch mal und einfach wichtig zu wissen, okay, auch so ein Tag geht vorbei. Aber ansonsten knüpft das auch total an die Frage an, wie ich an meinem Mindset gearbeitet habe, weil das, ne, das geht Hand in Hand. Also seit ich so intensiv an meinem Mindset gearbeitet habe, bin ich viel glücklicher, ich sehe Dinge viel positiver, mich reißt ganz, ganz wenig nur noch aus der Bahn, wo ich mir denke, boah, also jetzt ist der Tag richtig im Arsch. Das habe ich eigentlich nicht mehr und das ist ein richtig schönes Gefühl, dass man einfach Dinge, egal was passiert, dass man versucht, das Positive darin zu sehen und sich nicht davon runterreißen lässt. Und wie ich das mache, was mir auf jeden Fall hilft, was ich ja eben schon gesagt habe, ein Dankbarkeitstagebuch, dass man morgens aufsteht und direkt mal für sich feststellt, okay, wofür bin ich heute dankbar? Das mache ich auch immer direkt nach dem Aufstehen, dass ich einmal aufschreibe, okay, wofür bin ich heute dankbar? Was ist gut in meinem Leben? Und da gibt es immer super viel und sich da einfach drauf zu fokussieren, das hilft total viel. Und dann eben auch immer zu reflektieren, immer zu hinterfragen, warum verhalte ich mich gerade so, warum geht es mir gerade so, warum nehme ich das gerade so wahr. Das hilft mir auch total. Und das eben auch mal aufzuschreiben. Ich journal eigentlich fast jeden Abend, dass ich einfach mal aufschreibe, einfach alles, was mir in den Kopf kommt tatsächlich. Und was für mich auch einen super positiven Einfluss hatte, war, dass ich jetzt immer abends aufschreibe, was gute Dinge sind, die über den Tag passiert sind. Ich finde, oft denkt man so abends so, ja, heute war jetzt einfach ein Tag wie jeder andere. Und wenn man dann mal wirklich nachdenkt, okay, was ist heute eigentlich Gutes passiert, dann komme ich eigentlich immer zu dem Schluss so, boah, heute war eigentlich echt ein cooler Tag. Heute war wieder richtig cool. Und das hilft mir total, weil man irgendwie oft auch vergisst, so was alles passiert ist. Was bei mir auch einen riesigen Einfluss hatte, dass ich mich mit Menschen umgebe, die mich glücklich machen, wo ich mich wohlfühle und mich von Menschen löse, die mir ein schlechtes Gefühl geben, von toxischen Menschen, von Menschen, die einfach super negativ sind, die, weiß ich nicht, die einen irgendwie so runterreißen. Davon habe ich mich entfernt und das tut mir auch gut. Ich glaube, es ist ja auch so ein Ding, dass man sagt, man ist eine Mischung aus irgendwie den 5 Menschen, mit denen man am meisten Zeit verbringt. Oder es bewirkt, dass man sich schlecht fühlt oder so. Also das sind so Dinge, die mir wirklich helfen, positiv und glücklich zu sein einfach. Ja. Okay, und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Welche Sportart würdest du gerne noch ausprobieren? Auch eine richtig coole Frage, weil ich mir auch wirklich vorgenommen habe, mal ein bisschen was Neues zu probieren, ein bisschen meine Komfortzone zu verlassen, einfach mal eine neue Sportart auszuprobieren. Ich würde super gerne mal Tennis spielen. Tennis finde ich richtig, richtig cool. Ich habe das leider noch nie irgendwie professionell gemacht oder hatte noch nie irgendwie Training. Das finde ich geil. Da muss ich sagen, bin ich auch ein richtiger Fan vom Tischtennis. Ich weiß nicht, ob ich mich da irgendwie mal so professioneller oder in der richtigen Gruppe sehe oder so. Das finde ich eigentlich echt cool. Das würde ich sonst gerne nochmal ausprobieren. Irgendwann möchte ich auch auf jeden Fall nochmal Golf spielen. Ich glaube, es ist sowas, das muss ich einfach mal gemacht haben. Okay, gibt es noch was, was ich unbedingt mal ausprobieren? Ich würde richtig gerne mal Rennrad fahren. Ich finde Rennrad... Nee, das nehme ich zurück. Mir bringt Fahrradfahren keinen Spaß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mir Rennradfahren Spaß bringt. Das sieht immer nur so leicht aus, finde ich. Das sieht immer so aus, als ob sich das Fahrrad einfach so richtig easy bewegt. Aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Ja, also ich glaube, Tennis würde ich richtig, richtig gerne mal spielen. Und ich hätte auch mal Bock auf Tischtennis. Ja, das war's jetzt mit den Fragen. Ich hoffe, ich habe eure Frage beantwortet. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir natürlich immer gerne schreiben, entweder in die Kommentare oder auf Instagram, wie euch das lieber ist, da bin ich ganz offen.
Und ja, schreibt mir mal gerne, ob ihr öfter mal so ein Q&A sehen wollt. Ich finde das auf jeden Fall immer ganz cool, dass man ja, ne, einfach mal weiß, was so Phase ist. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Fühlt euch alle ganz toll gedrückt. Habt noch einen wunderschönen Tag und ein dickes Kissen an euch alle.